Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei LS22 Gigafarm. Ja, heute mit dabei der Christian und der Yannick. Hallo. Moin. Genau, wir haben ein bisschen was vor. Ihr seht ja unser Maschinenpark. Alles steht schön geordnet hier parat, denn wir haben einiges zu tun. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich werde erstmal jetzt noch eine Runde Gülle fix von den Schweinen in die Biogasanlage fahren. Ihr seht es vielleicht auch schon, wir sind im März, also das heißt, wir haben ein paar Monate weitergespielt offscreen, haben ein bisschen was vorbereitet und ja, Biogasanlage schaufelt Yannick gerade die letzten Reste rein, das können wir uns auch gleich nochmal anschauen. Tatsächlich ist es so, dass die Biogasanlage uns echt eine Menge Geld gebracht hat, also das muss man wirklich sagen. Das hat sich wirklich gelohnt, wir haben Bienen platziert, wieso, weshalb, warum und wo, das zeigt man euch auch noch in dieser Folge, wenn ich es nicht vergesse. Dann haben wir nochmal aufgerüstet und zwar wir haben noch einen Schafstall gekauft. Die haben schon gut Wolle produziert. Wir haben noch einen zweiten Schafstall jetzt hier platziert. Ach so, und das Feld ist auch noch dazu gekommen und zwar Feld 48. Das ist aber allerdings als reines Bauland vorgesehen. Also Feld 48 wird reines Bauland werden. Hier sollen nämlich noch zwei Schweineställe hin. Mal schauen, ob wir das platztechnisch unterkriegen. Denn unser Plan ist es auf jeden Fall, Schweine noch zu erweitern, massiv zu erweitern. Denn wir wollen die Biogasanlage auch noch ausbauen. Die Biogasanlage bringt aktuell sehr, sehr viel Geld, aber die Biogasanlage rein mit Silage zu betreiben, ist sehr umfangreich. Das muss man ganz klar dazu sagen, weil die verbraucht, also die nimmt wirklich Silage des Todes. Also das ist Wahnsinn, was die an einem Tag durchfrisst. Und deswegen wollen wir das Ganze natürlich auch mit Mist und mit Gülle weiter betreiben. Schon alleine, weil wir die Gülle eben von der Schweineproduktion bekommen und den Mist. Und das Ganze eben kostenlos. Das Einzige, was wir eben brauchen, ist Stroh für Mist. Aber ansonsten, Gülle ist ein Abfallprodukt in dem Sinne, was wir zweimal nutzen können, was absolut lukrativ ist für uns. Denn wir können die Gülle einmal in die Biogasanlage fahren, können die natürlich zu Strom-Methan umwandeln oder Strom-Methan dort rausholen in dem Gärprozess. Und somit Geld verdienen durch Gülle und können aber gleichzeitig die Gärreste, die wir bekommen, hier mit unserem Glas Settle Track eben auf dem Feld ausbringen als Dünger. Und das ist, was uns natürlich dann wieder Dünger spart auf der anderen Seite. Also das ist schon sehr, sehr vorteilhaft und ich würde sagen, von der Amortisierung her ist es zwar so eine Sache, weil man muss sich natürlich die BGA anschaffen, extrem teuer, aber bringt auch extrem viel Geld. Also ich glaube, die amortisiert sich doch relativ zügig. Und dieser Settle Track, der ist natürlich auch ziemlich teuer. Man kann da definitiv auch auf andere Gülletechniken gehen. Also da gibt es günstigere. Aber, also zum Transport und zum Ausbringen. Aber wir wollten eben den Settle Track ganz gerne, weil wir den natürlich auch zeigen wollen. Das ist klar. Ne? Das ist jetzt im Vorbestellerbonus ist der mit dabei. Und den wollten wir eben hier gerne auch mal präsentieren und zeigen. So, 24.000 Liter Gülle, einmal rein in die Biogasanlage, da wird die wieder gefüttert. Ihr seht selber, wir haben aktuell 40.000 Liter Silage noch drin, dazu kommen 24.000 Liter Gülle und 192.000 Gärreste sind schon produziert worden durch die ganze Silage und alles. Muss dazu sagen, ich bin gespannt, wie ergiebig diese knapp 200.000 Liter sein werden, denn ich denke, wir werden da schon eine ganze Ecke mit machen können, aber wenn wir natürlich auf die doppelte Ausbringmenge gehen, das heißt gleich zwei Düngestufen auf dem Feld, dann wird es vom Verbrauch her schon ziemlich krass werden. Gut, Yannick ist hier noch am Schaufeln. Unser Bunker ist tatsächlich dann leer. Das wird auch nochmal eine interessante Sache, denn wir müssen uns definitiv darum kümmern, auch wieder neue Silage ranzukriegen. Ist natürlich aber auch alles eine Geldfrage, denn feldertechnisch sieht es jetzt aktuell folgendermaßen aus. Für die Schweine brauchen wir einmal, ganz wichtig, entweder Mais oder Sorghumhirse. Da würden wir diese Hirse nehmen, weil die bringt 50% und Mais können wir eben häckseln für die Biogasanlage. Weizen oder Gerste, da haben wir Gerste angepflanzt. Also Hirse wollen wir jetzt anpflanzen übrigens. Sojabohnen oder Raps. Werden wir auch anpflanzen, also da werden wir wahrscheinlich, die Raps haben wir angepflanzt, werden wir noch eine Runde Sojabohnen machen. Kartoffeln und Zuckerrüben sind aktuell mit der Effektivität nur von 5%. Da kommt es halt jetzt so ein bisschen drauf an, ob sich das jetzt erstmal lohnt für uns. Also mit den Erdfrüchten würden wir wahrscheinlich erstmal noch warten, bis wir das nötige Budget haben. Denn um was wir auf keinen Fall drum herum kommen, sind erstens die Schweineställe.
wenn wir eben unsere Biogasanlage vergrößern wollen, denn wir wollen mehr Strom produzieren. Die aktuell hat die ja 1 Megawatt, aber da geht ja noch mehr. Und wo wir auch nicht drum herum kommen, ist tatsächlich um Feldfläche, also um Acker. Wir brauchen einfach Acker zum Anpflanzen, zum Bearbeiten. Wir haben die Maschinen dafür. Wir haben auch jetzt wieder im Shop ein richtig, richtig, richtig gutes Angebot, was wir wahrnehmen wollen. Und also beim Gebrauchtwagenhändler. Und ja, deswegen werden wir einfach eine Menge Geld brauchen. Das soll aber auch eine Gigafarm, soll ja auch so ein bisschen das Synonym dafür sein, dass das hier alles ein bisschen größer ist. Wir sind auch in den USA. Wir haben große Feldflächen, wir haben große Maschinen und so weiter und so fort. Also das heißt, wir werden hier auf jeden Fall durchstarten. Hier wird alles etwas größer. So, jetzt habe ich über den Mund fusselig gelabert. Aber ich glaube, allumfassend habe ich jetzt doch das ganz gut zusammengefasst. Ich denke, da war alles mit bei, ja. War alles soweit. War alles mit dabei. Gut, was ich noch vergessen habe, ist Chipotle, meine Lieben. Da könnt ihr nämlich gerne vorbeischauen und euch noch einen dedicated Server mieten. Nur noch mal ganz kurz zur Erklärung. Ich hatte auch, ihr könnt gerne im Livestream in den VOD vorbeischauen vom Freitag. Dort habe ich nämlich einmal komplett nochmal erklärt, wie man ein Safe Game auf den Dedicated Server kriegt. Das heißt, wie ihr euer Safe Game auf den Didi Server drauf bekommt, dass ihr einfach weiterspielen könnt mit dem, was ihr schon geschafft habt. Und der Dedicated Server hatte eben den Vorteil, ihr entlastet eure eigene Performance. Das heißt, ihr müsst nicht selber hosten. Und wenn ihr mit mehreren zusammenspielt, mit Freunden oder was auch immer, der Server läuft 24/7. Also das heißt, es kann jeder zu jeder Zeit auf diesen Server joinen und weiterspielen. Kann man mit ein paar Höfen zusammen, entweder zusammen oder eben getrennt und so ein bisschen gegeneinander oder miteinander. Viele Möglichkeiten. Ich finde es eine klasse Sache. Und wie gesagt, aktuell gibt es über den Link in der Videobeschreibung noch 10% Rabatt auf die Server. Und was auch oft gefragt wurde, ja, wie ist das denn jetzt, wenn ich den für zum Beispiel ein Jahr buche? Wird das da monatlich abgezogen, der Betrag? Nein, der Betrag, der dort steht, ist der Endbetrag für ein Jahr. Ich glaube, da kostet dann 58 Euro, je nachdem wie viele Slots. Und dann habt ihr ein Jahr lang diesen Server. Oder wenn ihr eben sagt, nach 30 Tagen, das war auch eine Frage, die häufig kam, wie ist das dann? Wird er dann nach 30 Tagen gelöscht und ich muss mir einen neuen mieten? Ist es so, dass Chipotle euch, bevor der Server ausläuft, ein paar Tage davor euch eine E-Mail schickt? Ja, dein Server als Erinnerung einfach und dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr den verlängern wollt oder nicht. Wenn ihr den verlängert, bleibt euer Spielstand natürlich erhalten und ihr könnt ganz normal weiterspielen. Oder wenn ihr eben sagt, nee, das habe ich keinen Bock drauf, brauche ich erstmal nicht mehr, dann könnt ihr den natürlich ganz normal auslaufen lassen. Der Vorteil ist, ihr könnt euch, wenn ihr den auslaufen lasst, euer Safe Game sogar noch runterladen wieder und könntet das wieder bei euch reinmachen und könntet trotzdem weiterspielen. Also, ne? Ist wirklich schön durchdacht. So, wir ändern erstmal unseren Brandner auf Ballenwagenaufbau, denn mit dem werden wir nämlich jetzt losfahren und werden, beziehungsweise ich werde nicht mit dem losfahren, ich werde einen Helfer losschicken. Oder möchte einer von euch? Je nachdem. Ne, ich glaube, Christian, wir gehen aufs Feld, oder? Ja, machen wir. So, aber wir wollen schauen erstmal im Shop, was wir mit dem Angebot machen. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, das wäre echt cool, was ihr zu dem Angebot sagt, was jetzt gleich folgt. Achso, warte mal, Bienenhonig könnte man eigentlich noch mitnehmen, oder? Gut, schauen wir erstmal im Shop. Gebrauchtwagenhändler, wir haben nämlich eine John Deere 8RT Raupe im Angebot für 63% weniger. Das ist natürlich ein ganz schöner Preiskracher. Jetzt haben wir uns überlegt, brauchen wir eine John Deere RT-Raube? Und was könnten wir eventuell dafür hergeben? Weil zusätzlich macht das keinen Sinn. Wir haben aktuell schon einen 8RX bei uns stehen, der einen super Job macht. Aber gerade bei der Größe der Felder und die Leistung, die wir eben auch brauchen, gerade weil wir hier auch mit Zwischenfrucht arbeiten und diese eben eingrubbern wollen oder einpflügen, je nachdem, müssen wir ein bisschen Leistung mitbringen und da ist so eine Raupe für die Feldbearbeitung, gerade mit Scheibenecke oder mit Flachgrubber, um jetzt eben das Ganze vorzubereiten, wirklich praktisch. Ja, deswegen haben wir uns überlegt, was könnte weg? In meinen Augen, und das hat jetzt nichts mit Deutz zu tun, aber wer ist eben der Deutz, der Achter? Weil der T8, den haben wir uns erst angeschafft, der hat auch echt Leistung, der hat wirklich Leistung, der hat über 400 PS. Der 933, der
ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Das ist Liebe, der bleibt. Und bei dem muss man dazu sagen, wir können ja auch noch auf 942 upgraden, also 936, 939, 942. Das heißt, da ist auch noch richtig viel Leistung, die da schlummert. 8RX, am Ende des Tages werden wir Leistung brauchen, einiges an Leistung. Und deswegen glaube ich, wird es der Deutsche werden. Ach, Christian. Ja, du bist schon auf dem Weg. Und jetzt in Northfront gegen Deutsch, ohne Witz, lass das Gewicht da, wenn es geht. Ja. Northfront gegen Deutz, weil das echt ein schöner Traktor ist, der 8er. Und ja, aber das Angebot für die Raupe wollen wir jetzt einfach mal wahrnehmen. Die holen wir uns jetzt einfach. So, dann machen wir mal volles Frontgewicht, 1800 Kilo. Das macht, glaube ich, absolut Sinn. Eine Kupplung kriegt man vorne eh nicht dran. Also das ist wirklich ein reiner Ackerschlepper. Dann machen wir, wollen wir die US-Ausführung machen oder die EU? Mal komm, wir sind auf der US-Map, oder? Oh, da haben wir aber hinten eine ganz andere Aufnahme, ne? Aufpassen. Ne? Sieht generell ein bisschen anders aus, ja. Aber funktionieren tut die doch trotzdem identisch. Ich glaube, die funktioniert trotzdem identisch. Und dann wäre natürlich noch die Frage, was nehmen wir an Leistung? 357 wäre der 88, 420, 458. Ich würde sagen, wir nehmen die 420 PS. Da könnten wir. Nee, wir nehmen die. Ach komm, wir nehmen die große. Was bist du? Was soll der Geiz jetzt? Standard, das wäre, glaube ich, das 3-Meter Laufwerk ist, glaube ich, ein. Sag gleich. Wie heißt? Zum? Das 3-Meter Laufwerk, wo du keine Fruchtzerstörung hast. Bin ich jetzt hart oder was? Pflegebereifung. Pflegeketten. So, jetzt. Gut, komm. Raus mit der Kohle. Nützt ja nichts. Oh. Hä? Das ist interessant. Handeln wir was? Ich hab den. Hast du jetzt den Deutsch schon verkauft? Nein, den hab ich noch. Erik wollte noch Time to Say Goodbye schreiben. Singen vorher. Nee, warte mal, steht die Raupe am Shop? Raupe steht am Shop hier, ja. Wieso hat denn das jetzt, hast du gesehen, was es uns abgezogen hat? 90.000 oder so, ne? Ach, Moment. Hä, das muss ja ein Fehler sein. Warte mal, was kostet denn die Raupe? Jetzt muss ich mal ganz kurz was schauen. Und zwar, was kostet die Raupe? 387.000 kostet die neu. Wenn du umkonfiguriert hast, dann zahlst du natürlich auch für die Konfiguration, ne? Ja, aber wir hätten 176.000 bezahlen müssen. Ja, deswegen, eigentlich wäre es mehr gewesen. Hast du am Landhandel gekauft, oder? So Rabatt haben wir nie gemacht, Junge. Also hat Gnadenbrot für den Deutscher doch weg. Komm, dann weg. Hä? Aber das. Oh. War das jetzt ein Bug oder was ist das jetzt? Das muss ich jetzt erstmal so blöd. Weiß ich nicht. Also Zuschauer, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr das auch schon mal hattet, aber das ist tatsächlich. Reparieren lohnt sich nicht, oder? Vom Verkaufwert. Ich glaube, es hieß damals, da machst du vielleicht im Endeffekt 2 Euro Gewinn dran. Also. Ja. Okay. Also dann heißt das, wir haben jetzt den Deutz gegen eine Raupe getauscht und massiv Gewinn gemacht. Schön. Dann würde ich sagen, können wir uns ja easy noch eine Scheibenecke leisten, denn die brauchen wir. Scheibenecke, was nehmen wir Schönes? Ich würde sagen, wir nehmen die Kinze, oder? Ja. Wo sollte der Stall hin mit dem Plattenwagen? Ballenwagen? Der kann. Achso, warte, da will ich noch ganz kurz. Also, mit dem Steiger können wir kurz mal den Honig beiseite schieben, dass sie weiter produzieren. Der Honig? Warte mal. Der Honig ist. Richtung Schafe auf der rechten Seite. So, okay. Dann würde ich die nämlich hier schon mal. Dann würde ich die Raupe jetzt einfach schon mal losschicken. So. Gut. Ja, dann haben wir wieder noch ein bisschen Aufgröße. Achso, Yannick, weißt du, was wir vielleicht uns auch nochmal Gedanken machen müssten? Du alter Baumeister. Was denn? Wir müssten mal schauen, ob wir eventuell das Ganze hallentechnisch nochmal ein bisschen erweitern könnten. Ach, brauchst du wieder Unterstände? Naja, ich sag mal so, also wir werden wahrscheinlich noch einen Unterstand brauchen, ja. Ja, das kriegen wir bestimmt hin. Weil wir...
Hopsala, die lässt sich wieder so bescheiden lenken. Ist erstmal eine Umgewöhnung. Oh, sollten, hätte man natürlich direkt mal warten können. Warte mal, da fahren wir nochmal zurück zum Shop. Die Wartung machen wir noch. Wahnsinn, ey. Aber den Honig nur beiseite schieben und nicht aufladen, ne? Du kannst den auch aufladen, wenn du willst, wenn du den Anhänger gleich dran hast. Ja, die Tonnen nehmen wir ja dran. Ja, dann nimm gleich mit, dann können wir ihn direkt verkaufen fahren auch. Ist nämlich, werden einen Traktor werden wir auf jeden Fall losschicken auf eine kleine Verkaufstour. Weil wir eine Menge Möbel auch produziert haben. Also wir haben es jetzt nochmal unser Produktionsmenü technisch mal kurz im Überblick. Haben wir es jetzt so gemacht. Biogas läuft ganz normal. Holzbretter haben wir jetzt so gemacht, dass wir, ich mach mal die Kamera kurz aus, dann seht ihr das. Dass wir direkt auf Verteilen gestellt haben. Also alles, was an Holzbrettern im Sägewerk produziert wird, wird direkt verteilt in die Schreinerei. Also das wird dann automatisch dorthin geliefert. Kostet 2-3 Euro und damit ist die Sache gegessen. So, und die Schreinerei produziert aktuell aus Brettern und aus Holz Möbel. Das heißt, das geht alles ein bisschen schneller. Und ja, so sieht's aus. Aktuell haben wir auch einen Fehler gefunden. Was ziemlich interessant ist, weil ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist so richtig, aber wir haben Sonnenblumen geerntet. Diese Sonnenblumen, Moment, diese Sonnenblumen haben einen Verkaufspreis von aktuell 1600. Ne? 1600 ist der Verkaufspreis. So, jetzt haben wir gesagt, wir produzieren daraus Öl. Haben uns extra die Ölfabrik gekauft. Also die Ölmühle und Sonnenblumenöl ist aktuell datiert mit 2,6. Ne, also nochmal ganz kurz, Sonnenblume 1,6, 2,6, 1000 mehr. Jetzt haben wir aber Folgendes entdeckt und zwar, wir brauchen doppelt so viele Sonnenblumen, also die Umrechnung ist 1 zu 2. Das heißt, wir brauchen 200 Liter Sonnenblumen für 100 Liter Öl. Das bedeutet ja wiederum, wir machen eigentlich Verlust. Wenn wir also, das kurz ziehen und bevor das weiter, wenn du auf diese Sonnenblumen klickst und hast da unten diese Preisänderung anzeigen, weil haben ja bei Giants in den Factsheets ja gesagt, man muss mal gucken, zu wann man das verkauft. Da haben wir, da haben wir schon mal geguckt tatsächlich. Februar wäre quasi, würde nichts richtig Leute, quasi so das Endlevel. Nee, März, oder? Ich glaube, März ist der Preis am höchsten. Ja, okay. Also März müsste der Preis am höchsten sein. Und wir sind im März, ne? Okay, dann. Warte mal, und wo ist der Preis am höchsten für das Öl? Auch im März. Johnson's Farm Market. Ja, also wir müssen mal gucken, ob es jetzt noch steigt. Aber also nach unserer Rechnung her ist aktuell Sonnenblumen Minusgeschäft, das zu Öl zu verarbeiten. Und das ist irgendwie ein bisschen schade, finde ich. Also ich weiß nicht, ob das aktuell ein Fehler ist. Ob das ein Bug ist oder ob das nochmal angepasst wird, aber ich werde auch Lars nochmal schreiben von Giants. Aber aktuell ist es eben so, dass die Sonnenblumen, wenn man sie weiterverarbeitet zu Öl, laut unserer Rechnung jetzt ein Minusgeschäft ist, weil du eben doppelt so viel brauchst. Aber ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. So, das heißt, wir werden jetzt hier einmal anfangen. Ich werde jetzt erstmal ganz kurz den Helfer losschicken. Ah, ein wunderschönes Ölrettich Unkrautfeld. Ist ein Traum. So. Da werden wir jetzt eine flache Bodenbearbeitung machen. Das heißt, wir werden das jetzt nur leicht umlegen mit dem mit der Scheibenecke. Und wir haben natürlich hinten so eine kleine Walze dran. Das bedeutet. Upsala. So, wir düsen einmal los. Das bedeutet, wir kriegen jetzt diese Struktur. Und zwar ist das die Struktur Saatbett tatsächlich. Nee, Stoppelsturz. Genau, das ist die Stoppelsturzstruktur. Die reicht uns aber aus, um eben jetzt erstmal neu bestellen zu können, das Feld, also um neu anpflanzen zu können. Hier soll nämlich die Hirse drauf, also diese Sorghumhirse, das wird ein schönes großes Feld damit. Oder Mais, müssen wir mal gucken. Sind wir uns noch nicht ganz sicher. Genau. So, das heißt Stoppelsturzqualität, dann werden wir ansehen mit der Direktsaat und werden danach dann nochmal walzen und dann haben wir eigentlich optimale Bedingungen geschaffen. Ich glaube, einmal düngen müssen wir auch noch.
Wenn wir jetzt natürlich Saatbett vorbereiten wollten, dann müssten wir tiefer in den Boden rein. Dann könnten wir zum Beispiel mit dem Flug das Saatbett vorbereiten. Dann könnten wir, was können wir noch nehmen, um Saatbett vorzubereiten? Wir könnten mit einer Messerwalze noch drüber fahren. Messerwalze drüber fahren oder Kreiselecke, ne? Die Kreiselecke sollte auch gehen. Da bin ich jetzt raus. Ja, bin ich mir ganz sicher. Aber normalerweise schon. Ja. Christian, Honig wird dort nicht angenommen. Ich hab's versucht, aber. So, warte mal, wir könnten natürlich hier auch erstmal ein schönes Vorgewände machen. Das machen wir auch. So, und dann werden wir mal schauen, dass wir vielleicht auch noch ein bisschen Feldkauf machen. Gut. Perfekt. Honig ist verladen auf dem Hänger. Super. Guti, dann ab in die Schreinerei. Nee, nicht, ja doch, in die Möbelfabrik, genau. Hier im Steuer jetzt mit dem Frontlader und dem Hänger. Ja, kannst ja hinschicken, wenn du willst. Einfach Helfer. Genau, Schreinerei. Und was haben wir noch, wo wir jetzt aktuell aufladen können, wo wir noch Produkte fertig haben? Achso, in die Ölfabrik können wir noch. In die Ölmühle. Da können wir das Öl auch noch mitnehmen. Und dann kann der einmal große Verkaufstour machen. Dass wir mal die ganzen Endprodukte quasi verkaufen. Das können wir auch gerne in der nächsten Folge machen, meine Lieben. Ja, und aktuell, Yannick, haben wir biogastechnisch alles drin jetzt? Ja, das, was ging, leider ist da noch so ein Keil, den ich nicht rauskriege. Ein Keil geht nicht raus, ja. Ja. Gut, dann schauen wir mal, was BGA am Ende des Tages uns jetzt noch bringen wird. 68.000 Liter, 23.000 Liter Gülle. Das heißt, da wird nochmal einiges an Geld rumkommen. Und das werden wir aber definitiv investieren müssen in Felder. Dass wir quasi jetzt im März, wo wir anpflanzen können, für den Sommer oder den Spätsommer zur Ernte dann, dass wir da nochmal maximal Ackerfläche jetzt hier dazu bekommen. Na, um dann eben in Voraussicht die Schweine unterhalten zu können und eben die Biogasanlage auszubauen. Das wird jetzt erstmal so der Masterplan hoffentlich. Ganz genau. So sollte es zumindest laufen. Was ich auch ein bisschen komisch finde, ist, dass die Biogasanlage 1 Megawatt hat, die hier verbaut ist. Warte mal, oder? Täusche mich. Ja, 1 Megawatt hat die und die Biogasanlage, die du setzen kannst. Wo war jetzt Biogas? Genau. Ach nee, KW sind das. Alles klar, 500 KW hat die große. 99 KW, 250 KW und 500 KW. Alles klar. Ja. Na gut, 1 Megawatt haben wir. Das heißt, mal schauen, wie weit wir erweitern können. Wir brauchen natürlich einen siebenstelligen Betrag, um die Biogasanlage auszubauen. Aber so 2,5 Megawatt wären schon geil. Muss ich jetzt mal ehrlich zugeben. Das hätte auf jeden Fall was, ja. Wäre schon eine Hausnummer. So. Perfekto. Okay. 2,5 Megawatt, ey. Wisst ihr, was das für eine Biogasanlage ist? Ach ja. Vom Feinsten. So. Gut. Eigentlich hätten wir oben mal noch zwei Bahnen fahren können, auf der kurzen Bahn. Das werde ich jetzt mal hier unten machen. Dass wir hier ein schönes Vorgewände reinkriegen und ordentlich drehen können. Und dann fahren wir hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Die langen Bahnen, das macht nämlich am meisten Sinn. Okidoki. Oh, fast da die Vögel überfahren. So. Aber unsere Raupe macht einen guten Job. Muss ich sagen. 18 km/h. Mit der Scheibenecke ist schon sportlich, würde ich behaupten. Ist schon sportlich. Zieht gut durch, sagst du. Oh, 18 km/h sind echt sportlich. Aber wie gesagt, Scheibenecke muss man. Also Wahnsinn, was die großen Scheibenecken für Leistung brauchen. Ich hatte das aus dem 19er gar nicht so in Erinnerung. Könnten jetzt hier, die hat 8 Meter, die mit 9,50 Meter, 10 Meter, die wird da auch noch gehen. Aber dann hört es auf. Also 10 Meter, mehr ist nicht.
Walze, und müssen natürlich ein bisschen aufpassen beim Rumdrehen. Die Walze kann ja auf der Stelle drehen. Dass wir hier nichts kaputt machen. Gut. Dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei der Gigafarm. Lasst gerne das Däumchen da. Und schaut auch gerne bei ein schrecklich netter Landwirt mit dem Hannes zusammen vorbei. Da sind nämlich auch schon zwei Videos draußen. Eins kam gestern 19 Uhr und eins heute früh um 10 zum Sonntag. Und morgen zum Montag 19 Uhr kommt der dritte Teil. Und ja, dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Schreibt da auch reichlich in die Kommentare, was wir quasi noch Schönes machen sollen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss und ciao. Tschüss.